ziemlich cool jetzt auch hier als sehr professioneller Let's Player. ja, auf jeden Fall ganz nützlich. Weil nützlich einfach. Es gibt kein Weil. Weil es einfach so ist. So, und wir haben ein bisschen auf Skiller. Wir müssen dann auch dran denken zurückzufahren. Und auch mache ich das offscreen. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was für Jobs ihr sehen wollt. Ja, die ich mal zeigen soll. Das ist nur für mich ein bisschen blöd, weil ich muss immer 5 Stunden warten, bis ich mehr, also 5 Stunden noch zur Spiel, bis ich einen neuen Job annehmen kann und ganz ehrlich weiß ich, was ich da machen soll. Vielleicht fehlt noch irgendein, der viel bisschen mit mir drauf zockt, dann kann ich das gerne mal machen. Aber sonst finde ich das ein bisschen blöd, wenn ich da 5 Stunden einfach nichts zu tun habe. Ich glaube, es sind 5 Stunden und 4 plus. Viel Spaß auf LOG. Ja, habe ich. Weil ich ganze 35 km/h fahre. Ja, was ich noch mal kurz sagen wollte zu den Tempo-Anzeigen. Es ist ja eigentlich generell in GTA San Andreas etwas missglückt, wenn man mal ansieht, wie schnell man mit dem Fahrrad fahren kann. Das ist schon, ja, ziemlich schnell. Wer weiß, was die mit mir gemacht hätten, hätte ich die jetzt runtergeschubst. Vielleicht voll CBDM. Ja. Ich mache jetzt heimlich was, wartet. Ich lasse euch trotzdem mithören. Einfach weil ich jetzt meine Hand von der Gastaste runternehmen möchte, aber es ist auch schon vorbei, ja, zu verstanden. Oh, da war was. Habe ich das jetzt echt nicht gesehen? Und so manchmal. Ja. Und ich bin genau dahin gefahren, wo ich nicht hin wollte. Und schnell überlegen, was ich jetzt zeigen könnte. Ich wollte natürlich hier hin, ist ja klar. Ja, das wird auch dann, also dieses Projekt wird auch, also geht's um, einfach mal ganz neues Thema, ne? Ist ernsthaft. Warum? Warum macht er das? Ich verstehe es einfach nicht. Was daran so lustig, Leute mit kleinen Autos rumzurammeln. Ist mir klar, ich könnte jetzt wahrscheinlich irgendwie Beschwerde einreichen. Irgendwie, keine Ahnung, Job. DM, SDVO nicht beachtet, Tritra, Tralala, aber ganz ehrlich, ey, ist nicht mein Auto. Ja, ich finde es ziemlich geil, dass man inzwischen ziemlich viel Geld für den Job bekommt. Also man hat ja früher echt nur 10 Dollar bekommen und jetzt bekommt man 25 Dollar für immer diese gewisse Strecke. So, ja, selber schuld. Wer nicht hören will, muss fühlen. Genau. Ach, hier stand ja auch noch ein Fahrrad. Genau, daran fällt mir auch immer ein. Ich dachte immer, dass die Booster da stehen lassen, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass es ja nicht so ist. So. Können wir uns hier mal das PD angucken, falls das wir sehen. Soweit ich weiß, ist das gemappt. Jetzt zwar die ganze Sammlung, das werde ich auswendig, aber ich glaube nicht, dass das blaue Zeug ist, sonst dran gehen würde. Oh, mal hier reingucken. Hier ist ein schön schnelles Auto, weiß nicht von ihm, vielleicht gehört zur Polizei, weil es blau ist. Oder es gehört einfach irgendein Privatmann, der halt blaue Autos mag. Ja. So, wir können auch gleich mal in der Stadthalle putzen. Hohoho. Skiller. Auf jeden Fall. Wo wir gerade hier sind, muss ich was testen. Wo ich das noch kann. Okay, geht noch. Weil, wo ich gerade dieses Kung-Fu-Zeug gesehen habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich das ja auch irgendwann mal gemacht habe. Und ja. Da habe ich mich dann gefreut. Eli, wo? Voll interessant. Genau. Ich weiß, wie bin ich drauf gestanden und hab gebellt, wo ich 20 km minus war. Und am Schluss 5 km plus. So. Hier war noch etwas sehr Schönes. Und zwar nennt sich das Parkhaus.
Wie man sieht, wissen die meisten Leute in der Dutschie nicht, was das ist. Es ist zum Parken da. Also da fährt man normalerweise rein und stellt sein Zeug nicht davor ab. Es ist kein Regenschutz für Motorräder. Da kann man nämlich reingehen. Und dann hat man auch Regenschutz für Motorräder. Und ja, eigentlich parkt man in Zeiten. Und ist das überhaupt ein Parkout? Ja, das ist zum Parken. Miete 100. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich eingemietet bin, fällt mir gerade ein. Werde ich auch wahrscheinlich bald kündigen und irgendwann was Billigeres anziehen. Mal gucken. So, das kann ich euch noch zeigen. Ich glaube, wenn ich hier lang gehe, dann wir können ja mal zu Groove Street fahren. Ja, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ich meine, das ist ja eigentlich die Gang, die Straße, die jeder kennt, der irgendwann mal als GTA San Andreas gespielt hat. Aber jetzt im Multiplayer, oder? Okay, Singleplayer ist vielleicht ganz sich. Ich wollte sagen, oder Singleplayer. Ja. Mit dem Fitnessstudio und alles. Gleich vor der Haustür. Mit dem Bingo. Was die so für Autos haben. Ich hoffe, dass jetzt niemand DM-freundliches, dass ich denkt, ey, da will jemand unsere Straße putzen, das kann ich nicht mit anziehen. Ja, hier auch mit ziemlich geiler Unterbeleuchtung. Muss auch gucken, wo man hierher kommt. Und ich mir die auch noch für mein Auto und ja. Sich chaotisch, aber ich meine, es ist ja auch Gang und nicht irgendwie was Privates oder so. Ich hab hier irgendwie was. Hä? Nein. Ich meine eigentlich jetzt nicht irgendwie etwas vom Staat oder so, wo man vermutlich etwas mehr Ordnung hat. Von dem, was wir gesehen haben. So. Wenn ich mich richtig erinnere, ist hier irgendwo noch eine Base. Genau, die Ballast Base. Ich fahre mal zu den lilanen Punkten. Dann dürfte ich da sein. Das habe ich mal in einem Video gesehen. Ich weiß nicht mehr welches, aber es war von TGN. So viel kann ich euch sagen. Mehr darf ich nicht, das Betriebsgeheimnis. Es war auf jeden Fall irgendwo so auf dem Berg. Läuft man zu der Linie, zu dem lilanen Zeug da oben. Zu lilanen Zeug. Das ist schon wieder total falsch an. Zu den lilanen Punkt da oben fahren. Das war auch ziemlich geil, dass man unendlich Tank hat. Das wird glaube ich ziemlich nervig, wenn man mit dem kleinen Ding die ganze Zeit zur Tankstelle fahren müsste. Ich war mit der Geschwindigkeit, es war wahrscheinlich bei der Eintankstelle und dann schon auf und dann muss man schon wieder zum nächsten fahren, weil bis man da ankommt, ist der Tank wieder leer. So, dann braucht man da, okay, das ist doch dann etwas weniger Tank verbrauchen. So, genau hier ist das. Komm. Komm. Ja. Auch wieder ziemlich chaotisch wahrscheinlich, weil die ganzen Privatleute ihre Fahrzeuge abgestellt haben. Oder eben die Leute mit Fahrrädern oder ähnlichen kommen und dann einfach hier hingehen. Wir können ja einfach mal diese schöne Landschaft betrachten. Und ja. So, meine Laute ist noch auf sehr gut. Oh, ich stehe ja mitten im Weg. Das tut mir natürlich leid. Ich muss aufpassen, wenn niemand das Auto abzieht. Das passiert nämlich ganz leicht mal hier auf LOG, weil diese, diese Jobcars hier von dem Straßenreiniger ziemlich oft ziemlich wenige nur da sind, wie wir gerade gesehen hatten. Also wenn wir jetzt ein paar Minuten später gekommen wären, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so viel Glück gehabt. Ich guck jetzt bei dem Männer jetzt dabei, gucken, was der macht. Um mal voll Action reinzubringen. Einmal verfolgen. Natürlich heimlich. Ja. Die Wiese muss auch mal gereinigt werden, ne? Ich glaube, der hat mich entdeckt.
Vielleicht bin ich mal verdeckt. Schön aufpassen, nicht, dass er eine Waffe zieht oder so. Vielleicht dachte er, ich bin irgendwie jemand, der an die Kugel will, aber als er gesehen hat, ich auch mit diesen Unfug. Nein, er hat mich gesehen! Unfug, der löst das Auto. Hat er bestimmt keine Angst mehr gehabt. Was macht er hier? Will der nicht Baum pissen? Deshalb ist nicht, der ist hergekommen. Ich dachte gerade, er ist hergekommen, um einen Baum zu pissen. Und ich bin auf jeden Fall hergekommen, um dieses Holzzeug hier zu beobachten. Da anzugucken. Also ich finde das wirklich sehr interessant. Ja. Ist klar, ne? Ist klar. Ich kann auch dieses Jobka sehr schön unterbringen und verstecken. Ja. Ganz nett, ne? Still hinterher. Wenn er uns hier kommt. Also ich will gar nicht wissen, was der sich denkt. Was macht er denn hier? Sucht er was? Ich denke, er beobachtet mich heimlich. Einfach nicht bewegen. Was macht er denn? Hä? Ich verstehe das gerade nicht so ganz. Also was das jetzt soll? Wie, der ist jetzt hier hoch rausgestiegen? Hä? War der nächste Baumkohl wieder aus? Okay, es ergibt keinen Sinn. Wir werden einfach weiterfahren. Wir können ihn ja nochmal anhupen. Und dann schnell. Der ist verschwunden. Der ist einfach verschwunden. Oh, das hätte ich jetzt fast vergessen. Zum Glück habe ich mir gerade noch mal den Chat durchgelesen. Ich habe dran gedacht, dass ich gerade ausgestiegen bin. Zum Glück noch rechtzeitig, dass nicht so viel verloren gegangen ist. So, dann werde ich gleich mal zurück nach... LV fahren. Um... zu der Base zu gehen, die ich euch eigentlich zeigen wollte. So, wie gesagt, ich würde auch gerne meine Fraktion gehen. Ich weiß halt nicht, das könnte etwas problematisch werden. Wegen dieser Teamspeak-Pflicht und so. Jetzt bin ich mir da nicht so sicher, ob das hinhauen wird. Ja, ich denke, ich werde einfach, falls ich mich irgendwo bewerbe, das mit reinschreiben, dass ich halt auch hier aufnehme. Deswegen halt nicht immer im TeamSpeak online sein kann, und wenn die dann sagen, nee, das geht nicht, deswegen kannst du jetzt nicht in die Fraktion, dann, ja, habe ich leider den Kürzeren gezogen, weil ich will nicht, dass ich in die Fraktion gehe und ich einfach dann nichts mitbekomme von dem, was in der Zeit passiert, wo ich da dann drin bin. Ich meine, ich werde ganz sicher nicht noch irgendwie, ja, in einer halben Woche wieder rausgehen. Ja, ne, ja, ja. Nochmal was heimlich. Da mache ich sogar mein Mikro aus, voll professionell und so. Und mir ist gerade eingefallen, was wir jetzt machen könnten, und so habe ich gerade im Fallschirm 6. Was ein geiler Name. Nein. Im Chat gelesen, dass Red Eagle 1990 wegen zum Punkt gekickt wurde. Das hat mich auf die Diegel gebracht. Das wiederum hat mich auf die Idee gebracht, dass ich mal wieder Paintball spielen könnte. Das heißt, wir werden jetzt gleich Paintball spielen. Ja. Ich musste das jetzt so stark umschreiben. Umsprechen. So, weiß auch noch nicht, wie viel Geld ich gemacht habe. Das werde ich dann im Display sehen. Mal gucken, wann der ist. Das wird noch etwas dauern. Wow. Das hatte ich nicht erwartet. Und ich bin bald Level 5. Okay.
So bald doch noch nicht. 47 Elo-Chip-Holz hatte ich ja fast richtig. 30 Minuten. Das heißt, ich habe schon bald eine Stunde aufgenommen und ich will weder Maus gerade scrollen, um alles mögliche. Mein Licht ist kaputt, oder? Okay. Ich kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe das Licht nicht an. Es ist. Einfach mal gucken. Hier, unser Kollege. Ja, die auch gedacht haben, nein, er will mich rammen. Aber ich doch nicht. Aber ich doch nicht. Es dauert natürlich alles etwas, bis wir immer am richtigen Ort sind mit diesem Auto, aber insofern, bis der Kompakt oder so endlich wieder heißt, sollte es dann um einiges schneller gehen. Werde ich dann wahrscheinlich auch erstmal hingehen. Und ich weiß gar nicht, ob die Paintball-Tote zu normalen Toten zählen, mit denen ich wieder richtig schön viele Tote einstecken. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es zählen wird, weil ich glaube nicht, dass ich schon so viele Leute ohne Paintball umgebracht habe. Das würde mich nicht mehr etwas wundern. Dann hätte sich nämlich voll jemand auf meinen Account gehackt. Ja. Und der gute alte Fallschirm wurde schon wieder gekickt. Ganz ehrlich, ich finde den Namen so geil. Fallschirm 64, kam der auf die Idee? Keine Ahnung. I don't have any Ahnung. Yeah. Fahren wir. Ich gebe euch jetzt einfach mal die volle Portion LOG. Das wahre Leben hier, nicht nach DJN-Style nur chillen und Verfolgungsjagden machen und Leute beleidigen und ausspionieren und nein, ich will ja niemand schlecht reden, ganz im Gegenteil. Nein, schon mal was er da macht, aber ist eben so, er hat viel Geld und ja, kann das alles ein bisschen locker angehen. Ich habe